Wo muss ich denn jetzt lang? Wo ist denn die Uschi schon wieder? Wie ist die Tess? Tess, ne? Ja. Da ist er ja. Kann ich mit denen nicht irgendwie reden, wo ich hin muss oder so? Ich habe ja auch eine Karte dabei, nur ich habe ja schon mal in die reingeguckt und die verstehe ich einfach mal gar nicht. Also, wir leben ja auch in einem Zeitalter, wo man ohne Karten mit automatischer Aktualisierung und alles nicht mehr klarkommt. Mittlerweile braucht man GPS und all so ein Kram. Da bist du, da ist dein Ziel. Und eine Karte, wo das nicht draufsteht, ist unnütz. Und wem verdanken wir das? Battlefield und allen anderen Spielen eigentlich. COD. Nein. Sind trotzdem gute Spiele. Battlefield zumindest. Wo kann ich da jetzt lang? Sag mal. Hier müsste ich doch schon relativ richtig sein, ne? Ach. Hier vielleicht? Nee. Okay, dann gehe ich mal da hinten, vielleicht sei was. Ich habe ganze zwei Magazine, ne? Ein Magazin sind glaube ich 6 Schuss, 12 Schuss habe ich. Das ist natürlich echt klasse. Gut. Ich muss mich kurz gleich erstmal entspannen, wenn das hier vorbei ist. Das ist ja gerade schon so ein bisschen anstrengend. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich jetzt vorbeikomme. Am besten werfe ich da nochmal irgendwie eine Flasche hin. Dann ist der nämlich schön beschäftigt. So, na, geh mal da gucken. Genau, komm. Da bis zum Spielen. Und jetzt sag nicht, hier bin ich falsch. Ach Mensch, hier muss ich sogar hin. Nee, muss ich gar nicht. Das ist nur... nur Loot. Ich glaube, da hinten war ich schon richtig, ne? Ich habe hier übelst die Wegfindungsprobleme in diesem Spiel. Das ist ja furchtbar. Oh nein! 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 Okay, also immerhin stimmt das schon mal mit dem ein Treffer, man ist tot. Dann machen wir den ganzen Schüssel halt nochmal, ne? Weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, servus. Ich grüße dich. Oh Mann. Ganz leise. Gut, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich gutes Kram gefunden habe. Deswegen erstmal nochmal alles durchsuchen. Ich glaube, genau gegenüber, da war doch diese eine Frau bei dem Tresor. Und da waren ja 50 Teile, wofür auch immer ich die brauche. Muss ich das mal vorstellen, ne? Ich meine, man ist ein Mensch, bekommt ein Virus und dann wird man auf einmal zu so einem Ding. Das muss auch irgendwie total schrecklich sein. Da würde ich doch lieber sterben, als hier so durch die U-Bahn zu laufen, so mutiert.
Stelle ich mir echt nicht schön vor. Durch das Fenster. Los. Ja, mach noch mehr Krach. Los, geh da hinten gucken. Okay, hier ist wieder diese eine. Genau, die eine Frau hier. Das war, glaube ich, ein bisschen laut, ne? Ich wollte eigentlich Dreieck drücken. Ich vertausche Dreieck manchmal mit Quadrat. Das ist ein bisschen doof. Oh Mann, ey! Okay. Jetzt aber. Sonst renne ich gleich einfach durch. Oder knall einfach alles ab. Ich bin auch so doof, ey. Ich habe gerade Dreieck mit Quadrat ver... Warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oh. Muss ich jetzt helfen? Das ist ja gerade eine komplett neue Situation. Wie hilft der denn? Und mir hilft natürlich keiner. Ja, ja. Kameradenschweine hier. Wisst ihr, was ich mache? Glaube ich jetzt gleich einfach mal die Rambo-Methode. Moin. So. Ach, genau. Ja, warum hören die denn das immer? Ja, genau, Mann. Das ist echt nicht so einfach, ne? Sechs Schuss? Hat die immer schon 6 Schuss verloren? Oder ist das jetzt nur, weil ich irgendwie jetzt einen Trottelbonus habe? So von wegen, ey, du bist jetzt 36.000 Mal gestorben. Jetzt kriegst du 6 Schuss. Ey, Leute, ich habe 18 Schuss. Ich glaube, das ist eine ganze Menge. Durch das Fenster. Los. Boah, ich bin da so angespannt, ne? Das ist gerade richtig schlimm. Na komm, dieses Mal mit Dreieck. Nein. Klicker. Oh nee. Oh nee. Mann. Klicker. Oh, guck mal. Was machen wir denn jetzt? Ich bin ja so unbeholfen alleine. Wenigstens hat die eine auch 6 Schuss verloren. Ich hoffe, das ist jetzt wirklich so Trottelbonus.
Ja, wie? Ja, wie? Mann! Oh. Ey, Leute. Das ist jetzt... Nee, also wirklich. Das ist jetzt gerade echt... Ist da was? Nee. Ich glaube, ich war schon einmal beim Ausgang. Kann es sein? Ich glaube, es war der Ausgang. Ich war zu blöd, um irgendwie ein kleines Loch in der Wand zu sehen, wo man eigentlich durch muss. Echt gruselig. Jetzt lässt sich natürlich keine 6 Schuss mehr fallen, ne? Das ist wahrscheinlich so ein einmaliger Trottelbonus. Oder einfach random. Das kann auch sein. Durch das Fenster. Los. Okay, du kannst da hinten spielen gehen. So, und die alle Troller hier. Wie mache ich die jetzt? Anschleicht, vielleicht von hinten ran irgendwie, geht das? Small. Mensch. Das war klar. Wieso drücke ich immer Quadrat? Ich drücke immer Quadrat, wenn ich auf das aufheben will. Ja, tut mir leid, aber... Schlaf einfach weg, Mann! Was ist denn das, ey? Och, Mann! Nee, jetzt ist mir wirklich alles scheißegal. Ich scheiß auf die verfickte Troller da. Die lasse ich halt am Leben, auch wenn sie es nicht verdient hat. Jetzt wirklich gar nicht verdient. Ist auch übel, wie viel die einfach mal aushalten. Wie viel wollen die denn noch aushalten? Ich nehme jetzt gleich meinen Revolver. Habe ich irgendwie Raketenwerfer oder so? Oder eine kleine Atombombe, die ich werfen kann? Acht Schuss für einen Revolver habe ich mittlerweile, okay. Ist doch brauchbar. So, ich mache es jetzt einfach so, dass ich mir da gleich noch die Munition. Wieso hat er die jetzt getreten? Ich wollte die leise machen. Leise. Wir könnten mich alle mal, weißt du? Oh, jetzt wird die eine da auch noch festgehalten. Hm. Ich will erstmal gucken, wo ich jetzt lang muss. Ja, genau! Ja, genau! Weg gefunden. Weg gefunden. Ich war da. Ich war da, ne? Ich hatte alles. Ich hatte alles. Ich hatte sogar diese komischen 50 Teile von dieser einen Troller. Stehe da und weiß nicht wohin, weil ich die verfickte Leiter da nicht sehe. Ist doch scheiße. Wie doof muss ein Mensch sein? Das schafft doch nur ich, ey. Also wenn sich das hier über 6 Parts erstrecken sollte, diese ganze Stelle hier, dann tut es mir leid. Dann möchte ich mich jetzt schon mal entschuldigen. Aber so kann es in einem Blind-LP halt mal sein, dass man überhaupt nicht vorankommt und einfach mal die ganze Zeit hier rumfailt. Ist natürlich nicht so schön, aber kann passieren. So, Kollege, du lässt uns mal in Ruhe.
Weil da hinten spielt die Musik. Dann gehe ich jetzt nämlich wieder in meinen altbewährten Weg. Vorhin hat das ja einmal kurz funktioniert. Oder bin ich da nicht hier lang gegangen? Doch, ich glaube schon. Oh, Molotow-Cocktail. Auch gut, dass so ein Infizierter mal einen Molotow-Cocktail dabei hat. Hier lang. Wir haben es fast geschafft. Na los, Mist. War der da neulich auch schon, als ich da war? Okay, habe ich schon so eine Idee. Ich hoffe, der hört das da hinten. Ja. Okay, gut. Gut, gut, gut. Hoffentlich gut. Ja, na los, wieso geht denn das jetzt? Ach so, weil ich den Typen noch nicht erledigt habe, oder wie? Dann werde ich das gleich mal machen. Aber mal ernsthaft, ist doch irgendwie. Jetzt geht's. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, ist doch kacke, wenn ich den jetzt wirklich töten muss, um hier dran zu kommen. Gut, dass es einfach mal keine Geräusche macht. Aber ist ja okay. Oh, ja. Haben wir das ja doch mal geschafft, wa? Ey. Ich muss kurz erstmal. Oh, Mann. Wir haben es tatsächlich geschafft. Ja. Okay. Ja. Gehen wir. Das war eine schwere Geburt. Das nennt man Glück. Und es hält nicht ewig. Ja, es hat, glaube ich, auch 6 oder 7 Mal nicht funktioniert, das mit dem Glück. Oder wie oft bin ich gestorben, weiß ich nicht. Einige Male. Ja, meistens ist der erste Versuch auch der beste. Aber das mit dem Weg, wohin das war wir, Tess? Echt kacke. Zum Rathaus geht's da lang. Aha. Wie kommen wir über diesen Truck? Mal sehen, ob wir was finden. Wahrscheinlich hier, ne? Wenn hier schon Weg ist. Schaffe ich die? Wo sind die anderen beiden jetzt schon wieder? So, ganz ruhig. Echt krass, ich glaube, ob das in echt gehen würde, einfach mal so einen Kopf zertreten, also da bin ich mir irgendwie nicht so sicher. Okay, dann mal los. Wurden gerade erst verwandelt. Das heißt, dass hier noch mehr davon sind. Wir müssen weg. Okay, jetzt habe ich gar nicht mehr geguckt, ob hier was ist. Das mache ich gleich. Erstmal schieben wir jetzt den Schrank dahin. Okay.
Na, da haben wir doch noch was. Eventuell. Eine Schere und kein Klebeband mehr. Aber können wir nicht mehr mitnehmen. Dann mache ich jetzt irgendwas, wofür ich Klebeband brauche. Also ein Messer. So, dann kann ich das nämlich gleich wieder mitnehmen. Nichts wird zurückgelassen. Hey, wie gut das aussieht, ne? Ich spiele schon eine ganze Weile, aber ich komme immer noch nicht drüber weg, wie gut das aussieht. Echt nett. Ich frage mich auch, was Naughty Dog jetzt auf der Next-Gen-Konsole, auf der PS4 dann machen wird. Das muss doch dann so geil aussehen. Also das, wird wahrscheinlich so heftig. Na gut, das sehen wir dann. Ist auch nicht das Thema eigentlich. Das Thema ist eigentlich gerade Überleben. Was? Ich höre nichts. Okay, Beeilung. Oh, sie kommen. Ich weiß. Okay, gut, los, okay. Los, los. Du hast da was am Schuh. Sehr gut. Okay, wie kommen wir hier wieder raus? Was ist das eigentlich? Was muss ich denn machen mit dem Controller, wenn da die Zeichen ist? Und Marlene glaubt, du bist immun? Ja, das ist ihre Meinung. Wie kam es zu dem Biss? Man trifft in der Zone nicht auf Infizierte, wenn man sich an die Regeln hält. Ja, ich schlich weg. Ich war auf diesem Militärinternat. Wie bitte? Naja, die Stadt erkunden. Ich wurde im Einkaufszentrum gebissen. Das ist doch komplett abgesperrt. Wie bist du da reingekommen? Ich kannte Wege. Naja, einer dieser, was ihr Runner nennt, bis zu. Und so kam das. Verstehe. War Marlene bei dir, als das passierte? Nein, ich bin danach zu ihr gegangen. Erstaunlich, dass sie dich nicht erschossen hat. Hätte sie fast. Wie es ihr wohl geht? Mhm. Ich sagte doch, alles wird gut. Gut, da labere ich jetzt einfach mal. Okay, jetzt sind sie eh fertig, dann kann ich jetzt reden. Das ist natürlich jetzt cool, ne? Mit Werkbanken und dass man jetzt hier die Waffen noch verbessern kann, das finde ich ja richtig geil. Und anscheinend wird es noch 6 weitere Waffen geben. Das ist doch für so ein Spiel wahrscheinlich genug. Was mich eben aufgeregt hat, war immer, dass ich hier eine richtig miese Schussfolge hatte mit meiner 9mm. Deswegen muss das erstmal ein bisschen aufgerüstet werden. Magazingröße ist, glaube ich, ist okay, oder? Ja, passt schon. Weil das ist erstmal so. Ich lasse das alles erstmal so. Sieht gut aus. Ich habe nämlich sowieso noch keine Zangen und da brauche ich wohl Zangen anscheinend für. Wurde eben angezeigt. Habe ich nur noch nie gesehen. Also zumindest hier im Spiel nicht. Na, was haben wir da denn? Ach, Pillchen. Oh, Revolver. Aber wenn man wirklich so ein bisschen spart, dann kommt man doch gut durch, ne? Also wie viel Munition habe ich jetzt schon wieder? Gut, da habe ich 12 und 9. Jo. Nicht schlecht. Glaube ich. So, 2 Türen. Oh mein Gott, wo gehe ich lang?